Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal, so voll und gleich. Und wir spielen heute auf dem pixelgamer.net Server. Und ja, ich werde euch den heute einfach mal vorstellen. Der wurde nämlich jetzt released wieder. Er war nämlich in einer kurzen Wartepause und wir joinen da direkt rein, um in den Spielmodi reinzugehen. In so, und zwar in Bed Wars. Gehen wir mal Team Blau. Alles klar. Erstmal den schönen Sound. Ich mach den mal eben. Moment. So. Okay. Also ich kann euch dann ja auch direkt das Shop-System von Bed Wars zeigen. Ne? Jetzt. Hier. Okay, ja Leute, und wie ihr heute schon seht, wir stellen den Server gleich nochmal vor. Ich muss eben, ich spiele einfach die Runde jetzt ganz kurz fertig. Wir können ja quasi so ein kleines Live-Gameplay haben und spielen einfach mal. Vielleicht gewinnen wir gegen Gandoy und Lizarex. Warte mal, eben bis wir da drüben sind. Nice. So. Gehen wir mal eben hier rüber. Fliegst du mal? Pauli. Da haben sie mich echt gerade richtig krass geballert. Oh. So. So. Pushen wir die jetzt nochmal ganz kurz. Nice. Mal noch mal ganz kurz versuchen, eine Mugabline zu kriegen. Na, das war jetzt nicht so geil. Oh! Okay. GG. So. GG. Ja, wir zeigen jetzt mal ganz kurz die ganzen Spielmodi, die es hier gibt. Einmal, es gibt hier SpongeBob, einen Server, den wohl wir gerade nicht drauf können, weil wir hier, weil hier niemand ist quasi auf dem, in den Spielmodi. Dann gibt es den Shop, hier kann man sich Items kaufen, wie zum Beispiel Gadgets, Partikel, Ballons und Premium-Rang. Also 30 Tage, 1 Tag Premium, 2000 Coins, Lifetime Premium, 75.000 Coins, Ballons, die ganz Standard-Ballons, lila, braun, rot, orange und so weiter. Dann Partikel, gibt's Rauch, Flammen, Liebe, Wunderkerze, Magie, Ender und Noten. Dann Gadgets, Feuerwerk, dann hier Enderperle, Bogen, Enterhaken, Speed, Jetpack und Funstick. Dann als Spielmodis Classic FFA 1, dann Knockback FFA, dann Kit FFA, dann Switch FFA, weiß ich selbst noch nicht, was das ist. Kann ich mir mal angucken. Belohnung erstmal. Erstmal schön. Es ist Bolshi Pack, deswegen sind diese Sounds im Hintergrund. Switch FFA 1 vs 1. Kennt ihr? Ganz normales 1 vs 1. Trash 1 vs 1. Weiß ich auch nicht, was es ist. Muss ich auch mal ausprobieren. Lobby Switcher kann man einfach. Ja, ich bin gerade in Lobby 1. Wir können auch in Lobby 2 gehen. Und ja. Dann haben wir hier unten unseren Challenger. Weiß ich. Rechtsklick. Weiß ich jetzt nicht, was das ist. Dein Profil, Freunde, Features, Einstellungen und Lottolose. Ich habe gerade 0. Und man kann auch die Sichtbarkeit ändern, also quasi, dass man nur ein paar Spieler sieht. Dann Gadget, ja, hab keins. Und ja, allgemein. Also, dann würde ich sagen, wenn euch die Servervorstellung gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall mal ein Like, ein Abo, einen Kommentar da. Join auf den pixelgamer.net Server. Ich kann euch schon mal ganz kurz die IP hier zeigen. gamer.net.
Da steht hier auch nochmal die IP. Und ja, bis dahin, haut noch rein und ciao.